ich denn noch Benzin? Ja, hier, in meinem guten Elektroauto, da ist es ganz einfach. Da hole ich mir einfach von der Steckdose Stecker rein und Auto wird aufgeladen. Tja, das ist natürlich einfach. Aber was mache ich mit unserem Benziner? Tja, die Tankstelle hat Sprit. Aber daheim? Naja, ich sehe es ja schon. Benzin ist ja noch da. Aber warum brauche ich Benzin? Wartet's mal ab. Schaut mal in das heutige Video und dann guckt mal, wie der zweite Teil von unserem Heizungsvergleich ausgeht. Also viel Spaß bei diesem Video. So, ich verlasse jetzt das Haus. Der Citroën ist jetzt hier mal, ich drehe mich mal. Mein Auto ist jetzt hier, wie ihr seht, an der Steckdose gewesen. Wir gucken jetzt einfach mal im Fahrzeug die Situation uns an. Ich gehe jetzt mal rein ins Fahrzeug und drehe ich euch mal rum. Ihr seht, also Steckersymbol ist weg. Das heißt, wenn das Steckersymbol weg ist, können wir losfahren. Klar, ich mache noch den Stecker raus. Ja, und dann schauen wir uns das einfach mal jetzt an. Ich lasse mal die Jacke an, weil Autos sind beide jetzt sehr kalt. Wir haben jetzt um die 1-2 Grad, glaube ich. Und jetzt starten wir den Versuch mal. Eigentlich wollte ich ja zur Ladestation fahren und dann entsprechend nach den 6,2 Kilometern Entfernung, was jetzt in beiden Fällen ja ist, zur Tankstelle bzw. genau zur Ladestation vom Weg her. Habe ich ein tolles Profil zwar gefunden, das ist eigentlich so der typische Nahbereich, jemand steigt morgens ein, fährt dann irgendwo hin, lässt dann das Auto stehen, das sind dann auch so 15 Minuten, dann sagen wir mal so um die 10 Minuten Fahrt, dann für viele im Pendlerbereich. Und dann ist halt die Frage, ich steige eigentlich oftmals ja ins kalte Auto rein, viele, ich versuche das jetzt auch draußen zu machen und nicht aus der Garage oder so, sondern wir fahren jetzt einfach jeweils dann auch mit beiden Fahrzeugen, aus dem Grund, damit das Auto etwas ausgekühlt ist. Es gibt natürlich hier immer noch Abweichungen während dem Versuch, erwärmt sich der Motor, auch die Zellen zum Beispiel erwärmen sich auch über das Laden bzw. das Fahren. In beiden Fällen gibt es dann eine gewisse Zeit, deswegen muss ich auch immer das mit dem Wechsel eigentlich so machen, dass das eine oder andere Fahrzeug dann entsprechend abkühlen kann. Und ich mache das auch ungern, muss ich ehrlich sagen, gerade wegen den Zellen, im kalten Laden nicht zu empfehlen. Aber wir machen das jetzt mal so. Viel Spaß, sage ich jetzt schon an der Stelle. Ich bin mal selber gespannt auf die Ergebnisse und dann fassen wir das Ganze mal später noch zusammen. Und fahre jetzt mal zur Station, mache den voll und dann sehen wir uns wieder, wenn wir hier sind, entsprechend klemmt das dann an, macht das gleich dann halt auch mit dem anderen Fahrzeug. Gucken wir mal. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt hier an der Ladestation. Ich stecke uns jetzt mal das Fahrzeug hier ein und dann laden wir es mal voll. Und wenn es vollgeladen ist, dann geht es wieder zurück auf den Heimweg. Und da lade ich dann mal nach. Dann prüfen wir das Ganze mal, wie es aussieht mit dem ersten Verbrauch. Und später machen wir das dann entsprechend nochmal im zweiten Versuch. Bis dahin ist das Auto abgekühlt. Da nehme ich dann den anderen dann entsprechend und schauen uns einfach mal an, was für Unterschiede wir da haben dann. So, schnell ins Auto anschnallen und los geht's. So, also das Auto ist jetzt voll. Wollte ich jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Das Auto ist jetzt voll und wir fahren jetzt los. Radio machen wir aus. So, Kilometer habe ich auf 0 gesetzt. Ja, brauche ich euch nicht zeigen. Ich denke, das ist egal. Nachher ist wichtig, die 6 Kilometer. So, ich fahre jetzt zurück und es geht los. Ich drehe hier mal die Klimatisierung auf Hi. Ich mache das komfortbedingt wieder wie beim Standversuch nach vorne und unten in den Fußbereich. Ich denke, die Fenster laufen ja nicht an und kommt auch schon das nächste Elektroauto. Machen wir mal wieder frei. Fahren wir los. Ich fahre jetzt die Strecke, die ich gemessen habe, mit 6,2 los.
Ein Kona, der möchte vielleicht auch laden. Der kann hier jetzt etwas schöner laden wie ich. Und jetzt geht's zurück und an der häuslichen Ladestation werden wir dann einfach mal gucken, dass wir die Kilowattstunden, ich habe jetzt mal für den Hinweg circa ein bisschen andere Fahrt gehabt, eine Kilowattstunde gebraucht. Jetzt gucken wir mal, Sitzheizung schalte ich mit ein, laden wir das Auto mal danach. Und ich fahre jetzt mal mit Gebläse hochgedreht. Das dauert eh eine Weile, bis die Elemente, das habt ihr ja schon im ersten Teil gesehen, sich erwärmt haben. Und die Heizung anläuft. Ich merke das schon auch, es wird jetzt schon ein bisschen wärmer. Und wir fahren jetzt einfach mal direkt heimwärts dann entsprechend. Und oh, ist das schön, die Sitzheizung. Es ist immer schön, wenn es gleich kommt dann. Deswegen achtet auch, wenn ihr mit dem Lenkrad hier ein bisschen Probleme habt, mit dem kalten Hitten, auf eine Lenkradheizung. Genau, das ist auch so ein Tipp von meiner Seite immer. Oder ihr nehmt halt euch dünne Handschuhe. Ich habe da auch immer die dabei, weil egal ob drin oder draußen, es ist Winter, da braucht man sowas auch, wenn man schnell das Eis entfernen muss. Ist es auch so, dass man halt dann entsprechend die kalte Hände, dass das unangenehm ist. Also, ich fahre jetzt mal, kurzer Sprung gleich jetzt und dann zu Hause hänge ich das Auto an die Station und dann fahren wir natürlich mit dem anderen Fahrzeug weiter und gucken uns das einfach mal hier an und später die Zusammenfassung dann. Bis gleich. So, hier sind wir wieder. Ich halte jetzt gleich an, ich bin jetzt gleich zu Hause, ich habe nur noch 200 Meter und Heizung ist natürlich super, ne? Sitzheizung wie Gebläse, volle Kanne. So, ich fahre jetzt hier hin und anhalten natürlich wieder, Auto nachladen. So. Gucken, was auch passt. Rüber. So, ich lasse mein Auto natürlich wieder im Kalten stehen. So, Anschluss muss passen. Ja. Ich drehe euch mal hier jetzt drauf. Ich mache das Auto aus. So, zack, bumm, alles aus. So, ich drehe das jetzt mal rum. Zeige ich euch das nochmal. Moment. So, ich hoffe, ihr könnt sehen. Ich habe also ein Segment schon mal weg und auch der Verbrauchswert, beziehungsweise Quatsch, der Fahrtwert, den haben wir jetzt hier entsprechend mit 6,2 Kilometer. Das ist also die gleiche Entfernung in dem gleichen Ort, wo die Tankstelle ist. Ihr seht schon im Hintergrund, das andere steht schon draußen. Ich mache jetzt den Versuch dann auch nochmal mit dem Fahrzeug und gucken dann einfach mal warm wie kalt, was ist die Differenz entsprechend. In der Zeit kann meiner schon mal nachnuckeln, sage ich jetzt immer, weil das hat doch schon eine Weile gedauert. Ich werde es jetzt im anderen Bereich, weil wir hier im Ebenen wohnen und jetzt nicht berghoch, runter irgendwie groß eine Wichtigkeit oder eine Rolle spielt, einfach so machen, dass ich dann den anderen Versuch dann etwas später dann mache. Und fahre dann zur Ladestation und dann lassen wir mal die Ladestation uns das Auto aufladen. Und dann gucken wir da, ob wir einen unterschiedlichen Wert haben zu meinem. Sonst müsste ich hin und zurück fahren und dort auch nochmal warten. Das ist jetzt ein bisschen zeitraubend dann entsprechend dann in diesem kleinen Bereich. Wie gesagt, wenn ihr ein, zwei Segmente weg habt, dann sind 10, ja, ich sag jetzt mal zwischen 5 und 15% eurer Ladung vielleicht jetzt weg. Wo ja unsinnig ist, wenn ihr ewig warten müsst dann. Und ich natürlich auch. Okay, alles klar. Also, bis gleich. So, ihr seht schon hier hinten, da ist meiner jetzt. Der muss jetzt nachladen. Mal gucken. Ich habe jetzt hier mit dem Kanister nochmal vollgeladen, deswegen auch das Thumbnail-Bild. Ich möchte einfach Stecker und Kanister deswegen auch symbolisch sehen. Wir haben hier 0 Kilometer. Ich fahre jetzt auch wieder die, zeig das mal kurz, Moment. Machen wir mal kurz an. Tagestrip-Kilometer habe ich jetzt runtergesetzt auf 0. Und entsprechend werden wir jetzt, so, ich mache euch wieder rein, fällt mir nicht runter bitte. So, und dann werden wir im Prinzip also
jetzt mal schauen, wenn ich zur Tankstelle gefahren bin, haben wir da einen Wert mit Heizung. Ich drehe jetzt also, das Auto ist ja kalt, auch entsprechend wieder alles auf. Und dann geht's los. Schauen wir uns mal an, was dabei rauskommt vom Verbrauch dann bei der zweiten Fahrt, dann, wenn wir dann jeweils das ohne Klimatisierung entsprechend, ohne Heizung machen entsprechend. Also ich mache das jetzt hier ganz mal auf High wieder, so wie bei dem anderen auch. Ich habe kalte Füße, setze mich morgens rein. Sitzheizung schalte ich ein. Gebläse mache ich jetzt natürlich nur Front und unten wieder, dass oben die Luft nicht sich gleich so schnell erwärmt. Genau. Draußen sind es jetzt mittlerweile etwas mehr, 2,2 Grad. Keine Angst, passt. Ich habe alles im Blick. Und dann schauen wir uns das mal an, wenn wir an der Tankstelle sind, was dabei rauskommt. So, wir sind jetzt gleich da. Wir haben uns circa noch 1 Kilometer. Und das Gebläse läuft gut. Es ist jetzt sehr warm natürlich. Auch wie vorhin hat es einen Moment gedauert. Ich merke da auch die Motorleistung natürlich jetzt. Im Vergleich zum Standversuch, also dem ersten Teil, dem ersten Video, ist es also schon wesentlich angenehmer natürlich, wenn man fährt, weil dann auch die Temperatur wesentlich stärker natürlich jetzt zum Einsatz kommt bei einem Fahrzeug mit Benzinmotor zum Beispiel oder Dieselmotor. Es ist jetzt hier auch wieder der gleiche Ort, wo die Ladestation ist, nur fahre ich etwas anders da. Ich zeige es euch dann aber, es ist auch 6,2 Kilometer und wir werden dann an die, also ich hoffe, es müsste nur mal so genau passen, fahre ich an die Station und dann tanke ich das Auto voll. Ich habe es ran voll gemacht, also mit dem Kanister nochmal. Ich habe ja keine Ladestation, Tankstation zu Hause. Und dann gucken wir mal, was jetzt reingeht. Das gleiche machen wir natürlich nochmal ohne die also ohne die Heizung natürlich, machen wir einen kleinen Versuch, wenn die Autos ausgekühlt sind. So, hier sind wir, jetzt natürlich auch zu filmen dann entsprechend, was passiert. Ich zeige euch das noch mal kurz. Moment. Ich mache das Auto mal auf Standby. So, mache ich euch wieder raus. Jetzt seht ihr wieder. 6,2 Kilometer haben wir also gehabt. Passt also. Ups. So, ihr fällt mir noch mal raus. Ich sehe das kommen. Und dann melde ich mich gleich noch mal einfach mit dem Tankbeleg. Und dann schauen wir mal, was reingegangen ist. Und rechnen das dann später entsprechend dann um. So, bis gleich. So, wir sind fertig, müssen hier nur Platz räumen, das ist ja hier immer sehr eng. Ich fahre hier vor. So, wir haben entsprechend 6,2 Kilometer sind wir jetzt gefahren. Ich zeige euch das mal, Moment, wir hatten 65 Liter, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, so, 65 Liter Kraftstoff, Super E10, genau, ein paar Euro gekostet, nicht viel. So, jetzt fahren wir weiter. Ich mache das Ganze nochmal mit dem Kanister wieder voll und fahre dann entsprechend nun ohne. Nachdem es so ein bisschen abgekühlt ist, das Fahrzeug, fahren wir nochmal die Strecke. Einfach mal zum Vergleich, zum Sehen. Was ist denn der Unterschied jetzt, wenn ich jetzt dann im kalten Auto ohne die Temperaturelemente, wie zum Beispiel vollgepowerte Heizung, Klimaanlage entsprechend, Klimatisierungsanlage, also Heizung, die hochgefahren ist, ohne die Sitzheizung. Manchmal habt ihr mehr Verbraucher dann noch entsprechend im Fahrzeug. Das gucken wir uns dann einfach nochmal an. Und dann ziehen wir mal die Differenz einfach mal vom elektrischen Unterschied
und auch die, den Verbrauchsunterschied zum Benziner. Wie gesagt, ich sehe es als normale Pendelstrecke. Bin ja selber auch mal gespannt, was wir zusammen hier dann rausbekommen, was hier für einen Unterschied rauskommt entsprechend, was wir dann haben. So, also bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Auch wieder 6,2. Wir haben jetzt die doppelte Zahl an Kilometern natürlich. Ich setze das jetzt gleich nochmal zurück. Wie gesagt, ich muss erst nochmal. So, tütüt. Ich muss erst nochmal natürlich jetzt das Nachtanken machen. Das heißt auch wieder ganz voll mit dem Benzinkanister. Fahre dann die Strecke nochmal. Dann schauen wir uns dann nochmal an. Ich habe ja, wie gesagt, schon nochmal aus. 1,65 Liter Super E10 jetzt mal reingetankt. Das gleiche machen wir jetzt dann einfach nochmal im Versuch ohne die Klimatisierung. Fahre da einfach nochmal hin und dann gucken wir einfach mal, was das dann für einen Unterschied gibt. Ob wir dann tatsächlich mehr oder weniger brauchen, sehen wir dann. Ne? Also, bis gleich. So. Einige Zeit ist rum. Einige Minuten. Ich weiß nicht, zeig das nochmal. Außentemperatur 2 Grad. Moment. Genau, Trip ist zurückgesetzt. Also ihr seht's. Hoffentlich. So, ihr seid wieder sicher. Gebläse. Machen wir aus. So. Anschnallen. Und dann geht's los. Jetzt nochmal gleiche Fahrt ohne die Temperierung. Ist jetzt etwas piep piep, alles okay. Etwas kühler. Aber jetzt gucken wir einfach mal auch mit dem gekühlten Motor entsprechend, also wenn das System hier kalt ist, wie viel Kraftstoff brauchen wir jetzt dann im Unterschied. Vorhin waren es 1,6 Liter. Bei der ersten Fahrt auch wieder ausgekühltes Auto, ihr setzt euch rein, Sitzheizung, volles Gebläse. Es dauert natürlich eine Weile in beiden Fällen, bis entweder die sogenannte PTC-Heizung erwärmt ist oder auch zusätzlich beim Verbrennungsmotor, wenn er schon natürlich eine PTC-Zuheizung hat, einen elektrischen Zuheizer, dass dann die Heizung dann angenehm wird. Durch die Motorabwärme. Ja? Das heißt, das Auto ist jetzt wieder eine ganze Weile gestanden. Ich habe jetzt hier nochmal eine ganze Zeit warten müssen. Aber das Auto ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Wir fahren jetzt ganz normal zur Station und tanken das Fahrzeug entsprechend auf. Bitte bedenkt hier für die Umrechnung, das könnt ihr auf Wikipedia genau auch zum Beispiel nachlesen, den sogenannten Heizwert, das heißt, was der Kraftstoff Benzin so im Schnitt für einen Heizwert hat. Kilowattstunden pro Liter sind es jetzt momentan bei 1,65, müsst ihr mal nachrechnen, vielleicht blende ich es hier nochmal ein, irgendwas mit 15, 16 Kilowattstunden, das heißt 9,7 Kilowattstunden ist der Heizwert von einem Liter Benzin und das mit 1,6 Liter, also umgerechnet, müsst ihr mal gucken, 15, 16 Kilowattstunden und dann gucken wir jetzt mal, wenn wir die gleiche Strecke auch wieder die 6,2 Kilometer fahren, was hier dann Unterschied ist, sehen wir jetzt ja, gleich entsprechend an der Tankstation, wenn ich hier fertig bin. So, gleiche Stelle wie vorhin. Ich habe hier noch ein sehr langsames Auto vor mir. Aber er ist auswärtig, ist natürlich dann immer klar, wenn jemand nicht von hier ist, dann kennt er sich natürlich nicht so aus.
muss ein bisschen die Beschilderung anschauen. Aber kein Problem für uns. Wir kriegen die Zeit rum, das wisst ihr ja. Ja, ich fahre jetzt also an die Tankstation, Ladestation, Tankstation, ja. Ja, das ist immer das Umdenken. Übrigens, lustiger Effekt vorhin, da wollte ich die Ladestation oder Tankstation benutzen, ja, so rum, und dann ging das nicht. Da habe ich gedacht, hä, was ist denn jetzt? Ladestation, Tankstation kaputt, geht das nicht? Und ich wollte dann, da müsst ihr dann so drauf drücken und wie gesagt, der Verbrennerfahrer, der kennt es ja noch, da fahrt ihr an den Automat hin, gebt ihr ein, welche Station und schiebt vorher eure EC-Karte rein, ja, eure ganz normale EC-Karte, ja, biegt mal ab. Und dann, wenn ihr die reinschiebt, dann ist es so, dass im Prinzip dann die, ihr müsst jetzt sagen, PIN und so weiter. Und dann wird dann das Fahrzeug, die Station wird dann freigegeben. Und ihr könnt dann entsprechend die Station auswählen und dann genau geht es entsprechend los. Jetzt ist es natürlich so, dass die Station bzw. das Terminal nicht ging und es schien dann daran zu liegen, dass die Klappe für den Beleg nicht zu war anscheinend. Also als der zu war, ich habe dann ein bisschen geguckt, habe dann den runter gemacht, dann ging das dann wieder. Ist echt lustig, ne? Dass also auch so eine kleine Komplikation nicht nur an einer Ladestation, sondern auch an so einem an einer Tankstation stattfinden kann. Ne? Also auch hier wird in der Zukunft vielleicht das öfters auch mal vorkommen, weil ja auch immer mehr Stationen ohne Personal nicht nur am Wochenende, sondern auch generell geführt werden. Schaut euch mal da die Länder, die südlichen Länder an, wo jetzt schon das so ist, dass viele Tankstationen ohne Personal geführt werden. Und dann könnt ihr auch nur eine Notrufnummer wählen. Hier so auch wieder mal ganz am Rand zu dem Thema Verfügbarkeit und Probleme, die entstehen können beim Vorgang, ein Fahrzeug zu beladen oder zu betanken. Ja? So, ich warte ja noch, bis die frei ist. Wir haben wieder, Moment, ich zeige das aber euch nochmal kurz, genau wieder 6,2 Kilometer verfahren. Und jetzt gucken wir mal und fahren dahin. Was da rauskommt, die stehen hier sehr ungeschickt nämlich. Ich warte mal, bis die hier weggeparkt haben und dann fahren wir an die Tankstation und dann schauen wir mal, was jetzt rauskommt. Also bis gleich. Ciao. So, ui. So, wir sind fertig. So, wir haben jetzt, wir können sehen, hier oben irgendwo 1,03 Liter gebraucht. Also 0,62 Liter, die wir Differenz haben. Ich schneide mich jetzt an, gehe jetzt wieder zurück. Ich hoffe, dass dann das andere Fahrzeug soweit geladen ist, weil es wird jetzt auch schon langsam dunkel. Und genau, das mit der Tankstelle haben wir dann soweit abgehakt. Jetzt müssen wir nur noch gucken dann beim Elektroauto, was haben wir hier für einen Differenzwert? Wie gesagt, auch wenn es jetzt etwas dunkel wird, weil es dann sehr spät ist, machen wir es so, dass wir jetzt das nochmal schauen. Genau. Ja, mehr gibt es da nicht dazu zu sagen jetzt. Ich fahre jetzt, wie gesagt, die gleiche Strecke zurück. Und dann tauschen wir nochmal das Auto. Jetzt gucken wir nochmal das beim Elektrofahrzeug an. Wie gesagt, es kann zwar sein, jetzt, dass es schon etwas dunkel wird hier bei uns, aber das ist egal. Wir gucken einfach wieder die Werte dann später an. Kann sein, wie gesagt, entweder messen wir das Ganze an der Ladestation, an der Steckdose. Das mache ich dann immer halt so, wie es für mich jetzt eigentlich am praktischen ist. Lasst euch mal überraschen, ich mich natürlich auch. Und dann sehen wir uns jetzt gleich nochmal, wie gesagt, beim Fahrzeugwechsel dann entsprechend. Genau. Also, bis gleich. So, ich bin jetzt hier in meiner Garage.
Und ich habe mein Auto angeschlossen. So, ich muss jetzt hier in die App rein. Ihr seht es jetzt hier. Hier ist mein Leist. Genau, wo haben wir es? Jetzt hier haben wir es. Da haben wir meinen Ladeanschluss. Das heißt jetzt hier zwar lieber die Schuko, aber ich denke, es ist vernachlässigbar hier. Die Kollegen, die werde. Wir werden hier jetzt dann entsprechend einschalten. Moment, muss ich kurz gucken. Ja, also nicht wundern, wenn ich mich hier ducke. So, ihr seht jetzt, grünes Licht ist an. Also so ist es auch in der Hardware natürlich. Und ich versuche jetzt dann mal entsprechend mein Fahrzeug soweit nachzuladen. Mit der Heizung sind wir jetzt gefahren. Und genau. Muss mal gucken. Es lädt auf jeden Fall. Das ist schon mal ganz gut. Und ich lasse euch jetzt einfach mal hier entsprechend später dann nochmal mit mir. Da schauen wir nochmal drauf. Ihr seht hier, hier wird dann entsprechend hier die Ladekurve angezeigt. Aber wichtig ist hier oben der obere Wert, die Gesamtenergie. Energieverbrauch ist jetzt 0,00 Kilowattstunden. Die lesen wir mal ab und schauen dann die Differenz an zu später dann. So, weit hierzu, bis dann. So, wie ihr seht, ich bin jetzt wieder hier. Auto ist soweit. Ich sehe keinen Stecker mehr zu sehen. Ich hoffe, ihr seht es auch. So, ich gehe jetzt dann auf meine App entsprechend. So, jetzt gucken wir mal. Da ist soweit abgeschaltet. So, wir sehen die Ladekurve. Die ist jetzt runter. Das heißt, es ist jetzt in der Zwischenzeit auch aufgeladen. Wir lesen 1,23 Kilowattstunden ab. Das seht ihr oben. Seht ihr den Wert? Ich schalte das jetzt hier mal aus. Gut. So, und nun klemme ich das Ganze ab und dann fahren wir einfach nochmal mit meinem Auto dann entsprechend einmal auch nochmal die Richtung ohne die Klimatisierung. Also das heißt, ich messe das jetzt dann einfach in der Ladestation, es geht nicht anders. Und dann schauen wir mal, was hier für einen Wert rauskommt. Also jetzt haben wir im Prinzip einen Verbrauch von 1,23 Kilowattstunden gehabt. Ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt zurückfahren, was haben wir hier dann entsprechend für einen Verbrauch. Ist der so unterschiedlich dann zu meinem? Das werden wir dann sehen. Also bis gleich. So, wieder ein Zeitsprung. Ja, wie ihr seht, es ist immer noch dunkel. Es ist jetzt richtig dunkel, aber es ist jetzt auch noch ein Kilometer. Ein Kilometer noch hin. Wir sind jetzt gleich also an der Ladestation. Bin jetzt mal selber gespannt. Im Vergleich zu vorhin haben wir ja schon gesehen, die Energieverbräuche von der Bewegungsseite her. Alles, wie gesagt, umgerechnet auf Kilowattstunden. Das ist einfach der Vergleichbarkeit einfacher, weil man könnte natürlich auch alles auf Liter Benzin natürlich umrechnen. Aber sagt doch immer auch, die Kilowattstunde ist doch leichter eigentlich zu vergleichen. So, gleich seht ihr mich vielleicht auch wieder besser, wenn wir anhalten. So, es sind noch ein paar Meter. 6,1 100 Meter circa. So, jetzt müssen wir hier einbiegen nochmal. Genau. So. Jetzt sind es 6,1, 6,2, noch ein paar Meter. So, ich weiß nicht, ob das Rückwärtsfahren auch was ausmacht. So messen. Doch, 6,2, ja. So, ich muss gucken, dass wir hier nichts demolieren. So. So. Jetzt parken wir. Machen wir das Licht an. Genau. So, jetzt könnt ihr mich ein bisschen besser sehen. Jetzt sind wir hier an der Ladestation. Ich mache jetzt aus. So, Licht ist jetzt auch wieder aus, natürlich.
Ich gehe jetzt an den Kofferraum und dann schauen wir uns das mal an mit dem Laden, was da rauskommt. Klar, ein bisschen Ladepalaver haben wir jetzt noch, aber ich denke, das wird er die aushalten. So, ich habe jetzt hier nochmal natürlich aufgeladen. Ihr seht jetzt das leider nicht so gut. Sind jetzt hier am Display 1,2 Kilowattstunden nachgeladen worden. Ich bin jetzt also den gleichen Weg gefahren wie vorhin, nur hierher natürlich. Und bin jetzt mal echt gespannt. Ich fahre jetzt wieder zurück und lade das Fahrzeug natürlich wieder nach, ob wir hier die gleiche Ladeleistung nochmal rausbekommen, weil ich habe ja die Heizung komplett ausgeschaltet, auch keine Sitzheizung oder irgendwas, Gebläse. War also, wie gesagt, komplett weg. Ist jetzt die interessante Frage, was bekommen wir hier vom Verbrauch entsprechend raus? Ist es dasselbe oder nichts? Auto ist jetzt immer noch sehr kalt. Ich fahre jetzt direkt zurück, auch ohne Heizung, und lade jetzt dann entsprechend alles nochmal auf. Gucken wir einfach mal, was da rauskommt, weil ja, ich bin ja selber mal gespannt. Genau, also ich setze mich jetzt ins Auto und fahre jetzt mal zurück. So, ja, jetzt wird es wieder hell. So, ich setze wieder alles zurück. So, ihr hört nichts natürlich, denn auch das Gebläse ist aus. Ich habe das Auto hier wieder an der Ladestation vollgeladen. Jetzt geht es wieder zurück. Ich bin heilfroh, weil es ist doch sehr, sehr kalt. Auch ohne Heizung, hoffe ich, kommen wir gut zurück. So. Und dann sehen wir mal, was dann rauskommt. Ich habe hier auf dem Weg hin zu SUS schon natürlich auch aufgeladen. Und ihr werdet lachen, da kamen 1,2 Kilowattstunden raus. Also ich bin jetzt mal sehr, sehr gespannt auf dem Weg zurück, was hier rauskommt. Also bin ich auch ganz froh, weil ich muss die nächsten Tage wirklich mal mir die Zeit nehmen. Es war jetzt auch relativ wenig Zeit, dass man dann die, wie sagt man, die Winterräder drauf machen konnte. Und ich muss jetzt auch hier demnächst mal wirklich die Winterräder drauf machen. Ja, es ist schon sehr kalt und bei diesem Wetter kann es natürlich auch mal schneien. Ich sehe jetzt schon die ersten Flöckchen und ja, kieseligen kleinen Stellen auf meiner Frontscheibe. Und deswegen fahre ich jetzt mal in die Garage, denn ich kann erst momentan morgen dann wieder mein Fahrzeug dann zum oder in der Werkstatt dann entsprechend umrüsten. Vorher wird es nicht klappen, erst nächste Woche, und bei uns ist es jetzt schon sehr, sehr kalt. Gut, also wir sehen uns jetzt gleich nochmal in der Garage, wenn ich wieder zurück bin, und dann lade ich das Auto nochmal komplett voll. Es ist jetzt auch sehr ausgekühlt gewesen, aber ist kein Ding, kriegen wir hin. Also bis gleich an dieser Stelle, ciao. So, wir sind jetzt wieder in meinem Ort und gleich zurück. Also sind jetzt gleich die 6,2 Kilometer wieder. Ich fahre dann aber auch direkt in die Garage. Es ist nämlich schweinekalt, und nach dem Nachladen an der Ladestation ist jetzt auch noch mal ein bisschen Zeit vergangen. Und deswegen, ich bin jetzt total, genauso wie das Auto, ausgekühlt. Ich denke, es wird interessant zu sehen sein, was für einen Verbrauch wir haben. Also ich habe jetzt auch die exakte Strecke dann auch zurück und bin selber mal gespannt im Vergleich zu vorhin, wo wir jetzt rauskommen werden. Ich habe jetzt auch gemerkt, Hinzus ist ein Segment weg gewesen, jetzt ist es nicht weg. Also das heißt, macht es doch auch was doch von der Fahrstrecke aus, dass vielleicht doch eine kleine Absenkung war. Das hätte jetzt das Ergebnis etwas eingeschränkt. Deswegen machen wir jetzt hier mal Pause und ich schalte auf das ja, auf das Gerät zum Aufladen dann entsprechend. So, also ich habe den Stecker reingemacht. Ich gehe jetzt an mein Ladegerät. Ich muss hier meine App öffnen.
Ich sehe das jetzt hier. Ich muss jetzt hier mal einschalten. Wir hatten vorhin den Wert, den ich euch gezeigt habe, mit genau 1,23 Kilowattstunden. Habe ich vorhin 1,25 sogar gesagt. Wir machen das jetzt nochmal. Ich lösche das Protokoll. Ich muss das hier bestätigen. So, jetzt muss ich kurz zurück. Wird das zurückgesetzt. Boah, ganz schön kalt. So. Und jetzt klicke ich auf den Start. Jetzt gucken wir gerade mal. Hier. Wird geladen. So. Ich lade jetzt also mein Auto hier nochmal über den Stecker entsprechend auf. Und jetzt schauen wir einfach mal, was jetzt dabei rauskommt. Wir beobachten einfach mal hier den Verlauf entsprechend. Ich werde hier dann sehen, hier verändert sich das dann im Laufe der Zeit dann mit der Ladekurve dann entsprechend. Und oben werden wir wieder bei Energieverbrauch gesamt sehen, ob wir auch die 1,23 Kilowattstunden hatten. Hinzus, obwohl es den Berg hoch ging, waren es auch schon 1,2, aber es ging doch, glaube ich, leicht den Berg hoch und deswegen habe ich gedacht, messe ich es doch wirklich nochmal auf dem Rückweg, habe das Auto ganz voll geladen. Es ist ja auch sehr kalt draußen, das heißt, auch hier sind immer noch die Ladeverluste bzw. die eingeschränkte Ladeleistung zu sehen. Schauen wir mal in einigen Minuten später dann nochmal rein, was dann hier rauskommt, ob wir tatsächlich weit weg liegen von den 1,23 Kilowattstunden oder wie die Differenz überhaupt ist. Überhaupt, wenn ihr das jetzt schon im Vergleich seht, die Energiewerte umgerechnet, ist das schon ein Mods-Unterschied, wenn ihr seht, was überhaupt beim Fahren natürlich für einen Unterschied entsteht mit den entsprechenden Literzahlen, wenn wir hier das übertragen auf eine Kilowattstundenleistung. Das heißt, ihr habt doch relativ viel Energie verfahren, unabhängig eigentlich von dem Thema mit Heizung, ohne Heizung. Aber dass der Wert oder die Wertdifferenz schon mal relativ viel ist, das heißt, gerade jeder Liter bzw. jeder Zehntel Liter macht doch relativ viel Energie aus, den ihr nur in der Kaltstartphase verbraucht. Also schauen wir mal, was hier in wenigen Minuten für uns rauskommt. Also bis gleich. So, wir sehen, ich nehme das hier jetzt wieder auf, 0,69, also 0,69 Kilowattstunden haben wir jetzt gebraucht. Geht hier mal raus, es ist ausgeschaltet. So, wir machen jetzt also die Berechnung. Vorhin haben wir schon mal was gerechnet. Erst einmal die 1,65 minus, rechnen wir gerade noch mal nach, 1,03 Liter mal 9,7, das ist also der Heizwert. Also wie vorhin schon berechnet, sind es also etwa 6 Kilowattstunden Energiedifferenz durch die Fahrt mit Heizleistung beim Benziner. Nun hatten wir 1,23 vorhin bei der ersten Fahrt mit Heizung. Bei der zweiten Fahrt hatten wir 0,69 Kilowattstunden. Also sprich, das lässt sich ja leicht berechnen, haben wir ja 0,54, also ca. 0,5, eine halbe Kilowattstunde ca. haben wir also eine Differenz für die Fahrt. Ja, wie ihr seht, ich kann also abstecken. Also wir haben jetzt hier zusammen das mal durchgerechnet. Also ist ja leicht zu berechnen. Wir brauchen natürlich die Energiewerte immer auch
für die Kraftstoffe entsprechend. Also sprich, Kilowattstunde beim Strom ist klar, aber auch Kilowattstunde beim Benziner oder auch wenn ihr einen Diesel habt, müsstet ihr umrechnen, einfach auch hier zum Vergleichen Kilowattstunde. Wenn ihr die Kilowattstunden aber ausgerechnet habt und seht jetzt hier in dem Vergleich, also es macht doch gar nicht so viel aus. Klar, ihr nehmt die Energie zum Fahren oder ihr nehmt die Energie zum Heizen oder ihr nehmt die Energie zum Kühlen. Wie ihr es aber einteilt, das könnt ihr euch selbst raussuchen. Also wie schon gesagt, nehmt einfach was mit, eine Weste. Fahrt mehr zum Beispiel mit den kleinen Verbrauchern, die ihr direkt spürt. Zum Beispiel, wenn ihr eine Lenkradheizung habt, nehmt die Lenkradheizung oder zieht euch einfach warm an. Sitzheizung ist noch ein Punkt. Und was wir hier ja ganz vergessen haben, die Heizung, meine Heizung, mein Stecker, den kann ich ja jetzt drin lassen und kann dann vor der Fahrt auch nochmal, wenn ich auch relativ vollgeladen bin, zusätzlich nochmal hier meinen Stromanschluss benutzen. Und kann mit der Anlage hier und der Heizung, wie bei einer Standheizung, das Auto vorwärmen. Dann ist meine PTC-Heizung, das hatte ich ja schon im ersten Teil von den beiden Videos im Stand euch erklärt. Da könnt ihr das Fahrzeug also mit dieser Widerstandsheizung aufwärmen, aber auch natürlich im Stand schon. Ja, ihr habt ja immer sowas wie eine Standheizung drin. Bei manchen Fahrzeugen funktioniert das natürlich ohne Stecker, aber wenn ihr hier angesteckt seid, an der häuslichen Steckdose entsprechend, ja, dann habt ihr natürlich einen Vorteil, dann braucht ihr gar keinen Strom während der Fahrt oder auch im Stand, wenn ihr entsprechend irgendwo steht, sondern ihr ladet euer Fahrzeug am Tag zum Beispiel nach, abends, wenn es kalt wird oder auch morgens, wenn ihr es über Nacht ladet, fahrt ihr mit dem vorgewärmten unproblematischen Fahrzeug eigentlich los. Ihr fahrt los und habt auch fast keinen Verlust. Erst dann ab einer gewissen Geschwindigkeit bzw. ab einer gewissen Entfernung braucht ihr wieder Energie zum, Aufladen dieser Heizsysteme dann entsprechend. Es kann ja auch sein, ihr habt eine Wärmepumpe. Dann fahrt ihr aus dem Stand raus wirklich mit einem ganz geringen Verbrauch, weil die Wärmepumpe vielleicht nicht bis zu 4 kW braucht, sondern vielleicht nur 1 bis 2 kW Leistung entsprechend. Ne? Also das heißt, ihr habt hier einfach einen ganz anderen Bedarfsfall entsprechend. Und je mehr moderner die Elektrofahrzeuge werden, vorhin habe ich es vielleicht auch mal kurz erwähnt, durch Flüssigkeitskühlung, durch Temperierungssysteme, könnt ihr definitiv immer mehr rausholen aus den Fahrleistungen. Und ihr habt es in den Händen. Während beim Benziner könnt ihr nur sagen, ich nutze die Wärmeleistung, ja, oder ich nutze sie nicht. Ne? Wenn ich sie wie im Sommer gar nicht nutzen kann, habt ihr auch gar nicht die Möglichkeit irgendwo. Macht euch einfach selbst euer Bild vielleicht mal und probiert es mal im Vergleich aus. Was braucht euer Fahrzeug mit oder ohne Heizung? Habt ihr das euch mal schon überlegt, auch wenn ihr einen Benziner oder einen Diesel vielleicht noch fahrt? Schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr das schon mal ausprobiert habt. Das war an dieser Stelle mein Versuch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde die nächste Zeit auch wieder Videos bringen, vielleicht aber mal wieder auch was anderes natürlich. Es war sehr kalt. Fahrt bitte vorsichtig, macht's nicht so wie ich, wartet nicht bis zum letzten Drücker und macht dann Winterreifen drauf. Ich mache das aber auch nächste Woche und ich wünsche euch eine gute, angenehme und auch sichere Fahrt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt's mir entweder unten in die Kommentare rein oder schreibt einfach an neomobil2020@gmail.com. An diese separate E-Mail-Adresse mir eure Fragen, eure Wünsche und ich schaue mal rein und wenn es was Konkretes gibt für ein neues Video, dann freue ich mich natürlich, dann gucke ich, dass ich hier auch euch was wieder beantworten oder zusammentragen kann. An dieser Stelle tschüss und bis bald, euer Daniel. So, zum Thema Auto aufladen. So, zum Thema Auto aufladen habe ich noch eine kleine Anmerkung für das nächste Mal. Im
nächsten oder übernächsten Video bringe ich euch noch was zum Thema Aufladen, weil es ist ja nicht immer alles gut. Und ich habe vorhin schon mal euch was, so, ich hoffe, ihr seht mich, vorhin schon mal was gebracht zum Thema, also da habe ich ja mit meiner Ladekarte aufgeladen. Und es gibt da auch was, wo ich noch momentan mit meinem Ladekartenanbieter momentan klären möchte. Ich wollte das jetzt hier am Ende nur noch mal sagen. Es ist vielleicht ganz interessant, je nachdem, was hier rauskommt, dass er da vielleicht auch mal reinschaut in das Video. Denn ich habe noch keine Rückmeldung von meinem Ladekartenanbieter. Ich bin mal selber gespannt, was wir hier, was sich hier noch entsprechend ergibt. Weil ich bin da nicht ganz so zufrieden eigentlich und möchte das euch mal sagen, was hier genau vorgefallen ist. Also schaut auch mal beim nächsten Video wieder rein. Danke und jetzt an dieser Stelle. Ciao.